Dateisynchronisation ist mittlerweile Teil unseres Alltags geworden. Ich spreche von Google Drive oder OneDrive. Je nachdem, welches Gerät man einsetzt, liefern die Hersteller ja gleich ihre Cloud-Lösung mit. Dabei wird im Grunde nur Speicher bereitgestellt. Vertraut man jetzt einem der großen Anbieter wie Microsoft oder Google oder wenn man halt auf Apple ist, entsprechend iCloud, hat man aber auch ein bisschen Datenschutzbedenken. Oder zumindest ich hätte die, denn man gibt ja seine privaten Daten in die Hände großer amerikanischer Unternehmen. Jetzt gibt es natürlich Open-Source-Alternativen dafür. Am bekanntesten wird wahrscheinlich OwnCloud oder Nextcloud sein. Die haben aber meiner Meinung nach für die Dateisynchronisation ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass ich einen zentralen Server aufsetzen muss. Deshalb nutze ich selbst Syncfing. Das kann man ganz einfach auf dem Raspberry Pi oder auf dem NAS einsetzen und alle anderen Geräte damit ziemlich einfach verbinden. Dieses Video möchte ich dazu nutzen, um euch die Scheu davor zu nehmen, auch mal eine eigene Cloud einzusetzen. Und ich zeige euch jetzt nach dem Intro, wie einfach das geht. Zu Syncfing selbst habe ich ja schon einige Videos gemacht. Jetzt machen wir aber mal ein komplettes Walkthrough. Also ich werde auf Windows einmal Syncfing installieren und werde einen Server installieren und auf Linux das Ganze zum Laufen bringen. Damit das möglichst praxisnah ist, stellen wir uns einfach vor, wir haben hier einen Raspberry Pi mit einer Festplatte dran und der macht die Synchronisation für uns. Wenn ihr natürlich ein NAS habt, so wie ich es auch habe, dann könnt ihr auch dort über die Paketverwaltung in der Regel Syncfing installieren. Für Synology und QNAP gibt es dafür schon vorgefertigte Pakete. Die Schritte unterscheiden sich dann nur bei der Installation, die ganze Einrichtung ist dann identisch. Ihr habt natürlich jetzt auch Sprungmarken in der Videobeschreibung, damit ihr zu eurem Thema direkt hüpfen könnt und ich euch jetzt hier nicht langweile. Damit das mit den Sprungmarken auch gut klappt, machen wir jetzt eins nach dem anderen. Und zwar installieren wir jetzt Syncfing erstmal auf Windows. Die einfachste Methode, das zu tun, ist SyncTracer zu benutzen. SyncTracer ist ein Wrapper für Syncfing. Das heißt, der installiert dann Syncfing im Hintergrund nach und sorgt auch dafür, dass es zum Beispiel im Autostart liegt. Dazu bin ich jetzt auf der GitHub-Seite von SyncTracer. Die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Hier klicke ich dann auf Download und install SyncTracer Now. Ich habe ein 64-Bit-System und entsprechend brauche ich da die Exe für. So, unter den Releases kann ich dann das Neueste einfach auswählen. Ich wähle hier das Setup aus, lade das Ganze einmal runter und wenn es dann runtergeladen ist, führe ich die Installation aus. Wenn die Installation dann abgeschlossen ist, kann ich einfach SyncTracer einmal ausführen. Und was ich dann sehe, ist hier unten dieses Sync-Symbol. Jetzt würde ich euch empfehlen, also ja, Allow Access, also auf jeden Fall Firewall erlauben dafür. Und das Problem ist hier jetzt ein bisschen, da Windows standardmäßig neue Icons erstmal in ja, dieses Untermenü verschiebt, würde ich hier einen Rechtsklick drauf machen und bei den Einstellungen kann ich hier einstellen, welche Icons immer angezeigt werden. Ich würde SyncTracer tatsächlich anzeigen lassen, damit es auch auffällt, wenn er nicht läuft zum Beispiel. Hier werde ich jetzt als erstes gefragt, ob ich anonyme Statistiken senden möchte. Ich habe mir so einen Bericht mal angeschaut, fand ich ganz okay, deshalb schicke ich die tatsächlich auch mal ein. Er macht dann gleich als ersten Schritt auch ein Upgrade auf die neueste Version. So, jetzt hat er das Update direkt gemacht. Das sehen wir dann auch hier, dass wir auf der Version 1.10 sind. Er weist mich jetzt noch darauf hin, dass ich für den Zugriff Benutzername und Passwort einstellen kann, ist jetzt hier undramatisch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man Syncfing verwendet, ob man es im Netzwerk freigibt, dass also auch andere PCs darauf zugreifen können. Das ist jetzt in dem Fall nicht eingestellt und von daher, ja, gehe ich hier einfach auf OK und stelle das nicht ein. Im Standard hat er hier einen Default-Ordner, einfach festgelegten Standard-Ordner. Der liegt bei mir unter dem Benutzerverzeichnis unter Sync. Das würde ich jetzt für das Video auch tatsächlich einmal so lassen. Ihr könnt natürlich jetzt mit Add-Folder auch eure ganz normalen anderen Ordner jetzt hier einfügen. Ich glaube, das Ganze gibt es auch auf Deutsch. Genau hier oben kann ich ja die Sprache einmal umstellen. So, und dann heißt das hier einfach ungeteilt und Default heißt es trotzdem. Also, er nimmt einfach hier einen Ordnerpfad, den nimmt er als Standardordner, so wie man es halt ja auch bei Dropbox kennt, die legen ja auch ihre eigenen Ordner an. Ungeteilt, naja klar, wir haben ja auch keine weiteren Geräte in unserem Synchronisationsverbund, deshalb machen wir jetzt mal auf Linux einfach weiter. Dazu google ich mal apt-syncfing. Man kann nämlich hier Debian oder Ubuntu-Packages laden. Das ist deshalb sinnvoll, weil Raspbian zum Beispiel ja auf Ubuntu oder auf Debian basiert und dementsprechend kann ich jetzt diese Anleitung hier verwenden.
Wie mache ich das? Ihr müsst ja schon einen Server haben, also einen Raspbian zum Beispiel. Der hört normalerweise auf SSH. Ich habe mir jetzt im Hintergrund einfach mal ein Ubuntu aufgesetzt, damit ich euch das zeigen kann. Windows kann übrigens nativ schon SSH. Ihr könnt natürlich auch PuTTY benutzen, ist aber eigentlich streng genommen gar nicht mehr so arg notwendig. So, ich muss mal wieder die deutsche Tastatur einschalten. UsefulWid at 192.168.0.125 war es, glaube ich. Jetzt greife ich quasi auf meine Ubuntu-Kiste zu. Das wäre bei euch Raspbian. Die Befehle, die ich jetzt eingebe, sind aber identisch. So, ich mache mich gleich mal root, denn der Root weiß, was er tut. Und jetzt kann man einfach diese Befehle hier nacheinander abfeuern. Einen Befehl lassen wir aus, also erstmal hier die PGP-Keys hinzufügen. Wir nehmen den Stable-Channel und nicht den Candidate-Channel. Deshalb einfach den Befehl ausführen. Den skippen wir einfach. Wir wollen keine Vorab-Version haben. Den Befehl nehmen wir auch einmal. Und jetzt machen wir ein apt-get-update und dann können wir SyncFing tatsächlich schon installieren. Das war's. Jetzt haben wir SyncFing installiert. Und jetzt können wir hier einmal schauen, ob SyncFing denn schon läuft. Ich sage nein und es läuft auch tatsächlich noch nicht. So, die Frage ist, wie kann ich SyncFing starten? Und dazu bietet sich eigentlich die Option über systemd an. Systemd ist so ein Daemon, der eigentlich immer läuft. Und ich google dazu einfach systemd und SyncFing. Da gibt es nämlich eine Anleitung dazu, wie man das Ganze einrichtet. Using systemd. Das Spannende ist eigentlich, dass wir hier so eine Service-File brauchen. Und wenn wir hier die Paketverwaltung genutzt haben, ist dieses Service-File im Grunde schon angelegt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo er die hingelegt. Genau, da hat er sie angelegt. Also da gehen wir mal in den Ordner rein, den er mir hier anzeigt. Also er hat mir jetzt hier diese Service-File angelegt. Und was ich hier richtig gut finde, er hat die mir schon richtig angelegt. Oder ist das die, die ich mal angelegt hatte? Nee. In der Regel werdet ihr so eine File hier sehen. Die heißt einfach .service und ihr solltet vor dem Punkt den Benutzernamen schreiben, den ihr bei eurem Raspberry zum Beispiel benutzt. Das kann dann pi.service heißen. Mein Nutzer, also ich gehe mal hier raus, ich bin ja gerade root, aber wenn ich ein Who am I mache, dann sehe ich, welcher Nutzer ich bin und ich bin eben der Nutzer UsefulWid. Diese Dienste sollten nicht im Root-Kontext laufen, sondern immer mit ein bisschen eingeschränkten Rechten als normaler Benutzer. Da wäre zum Beispiel UsefulWid eine ganz gute Idee. Was mache ich also? Ich gehe nochmal als UsefulWid in den Ordner. So, also unser Ordner ist libsystemd-system. Da legt er dann diese SyncFing-Services an, hatten wir ja gerade schon. Was ich jetzt aber mal mache, ich lösche mal den Dienst weg. Ich vermute fast mal, das ist der, den ich schon mal zum Testen hier angelegt hatte. So dürfte es dann ungefähr bei euch aussehen. Die Datei ist die, die uns interessiert und deshalb machen wir hier einen Move drauf. Wahrscheinlich immer mit einem Sudo davor. Also wir nehmen einmal diese Datei hier. Und hier schreiben wir jetzt unseren Nutzernamen davor. Und jetzt können wir eigentlich schon der Anleitung hier folgen. So, how to set up a system service. So, und dann würde ich doch sagen, enable syncfing at, und dann kommt hier wieder unser usefulwid service. Wenn ich hier Autovervollständigen mache, ist das einfach tab. So, da will er den Benutzernamen haben, den kriegt er natürlich. So, das sieht doch erstmal gut aus. Und jetzt haben wir den enabled. Ich bin mir nicht sicher, ob er dann auch immer gleich startet. Ich glaube aber nicht. Genau, also ist jetzt nichts gestartet, beziehungsweise ps-ef. Ne, nichts gestartet. Okay, das heißt, wir machen das gleiche jetzt nochmal statt mit enable mit start. So, authentication complete. Jetzt machen wir nochmal den ps-ef und jetzt läuft SyncFing tatsächlich schon. Um jetzt darauf zuzugreifen, brauchen wir die IP-Adresse von unserem System hier. Das sehe ich zum Beispiel mit ifconfig. Dann sehe ich, dass ich hier die 192.168 habe mit der 125 hinten. Und der Standardport ist normal 8384. So. Es kann jetzt sein, dass der Zugriff funktioniert. Vielleicht funktioniert er aber auch nicht. Wir tun mal so, als hätten wir einen Server, der keine GUI hätte. Und dann habe ich ja ein Problem. Genau, ich komme jetzt hier nicht drauf. Und da dafür müssen wir jetzt bei SyncFing erlauben, dass von außen auf das System zugegriffen werden kann. Um jetzt den Zugriff von außen zu erlauben, müssen wir auf die SyncFing-Konfigurationsdatei. Also diese ganzen Docs hier, das seht ihr hier oben, Docs, SyncFing.net und so. Also ich versuche euch die auch alle mal zu verlinken. Könnt ihr einfach googeln,
Syncfin Configuration, dann findet ihr das auch. So, dazu muss ich ins Home-Verzeichnis. Müsste so gehen. Und dort müsste es den Ordner .config geben und da wiederum den Ordner Syncfin. Ja, das sieht doch gut aus. Hier gibt es eine Config.xml. Schauen wir uns die mal an. Die sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber alles, was wir ändern müssen, ist, glaube ich, wir schauen nochmal hier, Listen Address. Genau, da gibt es einen Part, der Localhost meint und das muss ich mit 0000 ersetzen. Muss ich mal schauen, ob ich den jetzt schnell finde. Da oben ist er genau. Das ist dieser erste Part hier. Den müssen wir ersetzen. Ich kopiere mir einfach mal die Localhost-Adresse in die Zwischenablage. Dann haben wir es auch gleich, wenn ich es mit dem VI aufmache. So, einmal den VI öffnen. Dann im VI einfach ein Slash machen und mit Rechtsklick füge ich dann das, was ich suchen will, ein. Und dann springt er mir hier gleich auf die richtige Adresse. Und ich ersetze das jetzt alles mit Nullen, wenn ich irgendwie, also die VIs sind, oh nee, ey, wieder raus aus dem VI und wir nehmen mal den Vim, gibt es ja auch noch, manchmal ist der ein bisschen besser. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, den Vim zu installieren. Jetzt benutzen wir also nicht mehr den VI. Ist bei mir immer ein bisschen ein Problem mit der Tastatur. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Egal, was wir suchen, war ja die 127. Genau, da hat er sie schon gefunden. Können wir mit Enter bestätigen. Und das Ganze ersetzen wir jetzt, wie wir es vorhin schon machen wollten, mit Nullen. Ich gehe jetzt nicht auf die Bedienung vom VI ein. Ich denke mal, ihr habt ja schon euren Texteditor, den ihr benutzt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Dienst neu starten. Also der System.ctl. Gibt es da einen Restart? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Probieren wir es mal aus. So, das sieht gut aus, als hätte er jetzt den neu gestartet. Und hier versuche ich nochmal die Adresse aufzurufen. Und tatsächlich kann ich jetzt was sehen. Also was wir gemacht haben, ist die Zugriffsadresse statt von Localhost auf 0000 geändert. Ich glaube, wenn wir jetzt hier unter Einstellungen gehen, kann man das Ganze auch nochmal irgendwo sehen. Genau, die Adresse der Benutzeroberfläche haben wir jetzt einfach in der Konfigurationsdatei geändert und neu gestartet. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall hier einen Benutzernamen und Passwort festlegen. Mache ich jetzt ein bisschen unelegant. Beides mal das Gleiche solltet ihr natürlich nicht tun. Ist ja auch nur im Heimnetz, aber nichtsdestotrotz, ja, absichern, weil jeder bei euch im Heimnetz kann sonst hier Einstellungen ändern und das wollt ihr nicht haben. So, jetzt haben wir ja zwei Syncfin-Instanzen laufen, nämlich einmal auf unserem virtuellen Server, beziehungsweise ich nenne den jetzt mal Raspberry, dass wir immer wissen, von was wir sprechen. So, also das eine Ding habe ich jetzt Windows genannt, das andere habe ich Raspberry Pi genannt. Dann wissen wir immer, von was ich gerade rede. Bei Syncfin sind alle Knoten im Netzwerk gleichberechtigt. Wir haben jetzt hier also kein Server- und Client-Prinzip. Ich spreche vielleicht trotzdem von Server und Client. Das meine ich aber nur damit, dass der Raspberry Pi zum Beispiel durchgängig läuft und der Client, naja, ist halt ein Windows-PC, den macht man halt an, wenn man ihn braucht. Und bei einer Synchronisierung oder Synchronisation macht es natürlich Sinn, ja, so ein 24-7-Gerät im Verbund zu haben, damit alle Änderungen auch auf alle Geräte synchronisiert werden. Hier habe ich auch einen Default-Folder. Der ist jetzt hier unter Home Useful with Sync. Jetzt habe ich aber ein Problem, wenn ich diesen Default-Folder einmal teilen will, muss ich den bei einem von beiden rauslöschen. Grunde ist egal, welcher. Ich lösche das mal auf Windows jetzt hier raus, bearbeiten und hier kann ich entfernen klicken. Und jetzt sage ich, dass ich diesen Ordner gerne teilen möchte mit meinem Windows-Gerät. Damit das aber funktioniert, muss ich erstmal auf Gerät hinzufügen klicken. So, also ich bin jetzt auf der Linux-Kiste, also auf dem Raspberry. Und auf dem Windows gehe ich jetzt hier auf Aktionen und auf eigene Kennung. Diese Kennung kopiere ich mir einmal raus, kopiere die hier bei der Gerätekennung rein. Den Namen nennen wir jetzt mal Raspberry Pi in Kurzform. Und dann gehe ich auf Speichern. So, getrennt nicht genutzt. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Syncfin hat natürlich auch ein Sicherheitskonzept. Das heißt, jetzt kann ich nicht einfach die Geräte miteinander verbinden, sondern beide müssen quasi aktiv diese Verbindung akzeptieren. Bei dem einen haben wir es ja schon getan, indem wir die Kennung hinzugefügt haben. Dem haben wir also gesagt, wir möchten uns verbinden und der andere bekommt jetzt die Frage. Er sagt jetzt hier, das neue Gerät möchte sich verbinden
und ich kann Gerät hinzufügen sagen und kann dem jetzt einen Namen geben. Raspberry Pi natürlich. Und hier habe ich es ja natürlich genau falsch gemacht. Gehen wir nochmal auf Bearbeiten. Wir haben ja hier den Windows-PC hinzugefügt. Dementsprechend sollten wir das auch Windows nennen. Die kennen sich jetzt, die Geräte, laufen hier aber als getrennt und nicht genutzt. Wir gehen jetzt mal hier auf unseren Standardordner auf dem Raspberry und hier sagen wir dann teilen. Und er kennt ja nur ein Gerät, also mache ich hier den Haken dran und sage speichern. Bei den Gerätenamen würde ich euch empfehlen, auch wirklich sprechende Namen zu verwenden. Ihr solltet dann wissen, welche Geräte damit gemeint sind. Und damit die Geräte sich jetzt finden, warten wir mal kurz. Ja, im Grunde haben sie sich schon gefunden, weil wenn er mich genau das jetzt fragt, hat es ja schon geklappt. Jetzt kann ich einen Ordner hinzufügen. Ihr könnt den einfach nennen, wie ihr möchtet. Das ist nur die Ordnerbezeichnung. Und den Ordnerpfad nimmt er hier C-Users-Useful-With-Sync. Das passt für mich so. Klicke ich auf Speichern und warte kurz. So, beide Ordner sind jetzt der Meinung, dass sie aktuell sind. Ich bekomme auch noch getrennt angezeigt. Das ignorieren wir jetzt mal kurz. Wir werden jetzt mal die Synchronisation einfach testen. Dazu gehe ich in meinen Home-Ordner. Und hier habe ich ja den Ordner Sync. Wir sind jetzt ja auf dem Raspberry Pi zum Beispiel. Genau, da hat er dieses ST-Folder angelegt. Ich mache jetzt einfach mal einen Touch test.txt. Und jetzt müssen wir gucken, jetzt haben wir das auf dem Raspberry angelegt. Da gibt es also jetzt eine leere Datei. Und wir schauen mal, ob die übertragen wird auf meine Windows-Kiste. Dazu gehe ich jetzt einmal in diesen Ordner rein. C-Users-Useful-With-Sync. Und hier habe ich schon die test.txt liegen. Mein Tipp wäre jetzt, die an diesen Quick-Access ranzupinnen. Einmal nicht pin to start, das habe ich jetzt gemacht, unpin vom start, pin current folder to quick access, dann habe ich hier einen Ordner, der heißt sync und unter properties kann ich jetzt auch noch normalerweise irgendwie so ein Logo festlegen, customize, genau, change icon und dann gehen wir einfach mal unter c, Programme, sync tracer, dann nehmen wir das Icon hier, zack, zack, zack und dann haben wir hier in der Theorie zumindest, genau, sieht dann so aus. Hier hat er es noch nicht kapiert, deshalb sagen wir mal unpin, pinnen den nochmal und jetzt hat er hier dieses schöne Sync-Logo. Haben wir das auch geschafft. Dann wollen wir aber umgekehrt die Synchronisation testen. Ich nehme jetzt mal Sync Tracer Setup, kopiere das hier rein und das muss jetzt hier auch auf der Linux-Kiste gleich erscheinen. Wir warten gespannt und da macht er schon, das liegt an der Temp-Datei an. Das sehen wir, dass er also anfängt mit der Synchronisation und jetzt ist er auch schon abgeschlossen. Okay, also die Synchronisation in beide Richtungen funktioniert. Hier kann ich auch immer die letzte Änderung sehen. Passt doch soweit alles. Was ich euch jetzt noch empfehlen würde, wäre einmal auf Bearbeiten zu gehen und auf beiden Seiten die Dateiversionierung einzuschalten. Das kann ein bisschen Speicherplatz kosten, aber wenn man versehentlich mal eine Datei löscht, kann man die immer noch wiederherstellen. Mittlerweile gibt es so eine stufenweise Dateisynchronisierung, gibt da verschiedene Optionen, das zu tun. Man kann Pfad angeben, wo die alten Versionen hingelegt werden sollten. Man kann auch einfach die einfache Dateiversionierung einfach aktivieren und dann, wenn die letzten 5 Versionen behalten, ist besser als gar nichts. SyncFing ist auch kein klassisches Backup-Programm, aber wenn man halt einmal versehentlich irgendwas falsch macht, kann man die Datei dann wiederherstellen. Was meine ich damit? Ich zeige es euch auch gleich mal. Ich aktiviere mal die einfache Dateiversionierung auf beiden Seiten. Ihr müsst daran denken, das bei jedem Ordner machen zu müssen. So. Und jetzt würde ich versehentlich mal eine Datei löschen, nämlich die SyncTracer.exe zum Beispiel. Jetzt habe ich die auf der Windows-Kiste gelöscht. Da ist die natürlich weg. Da kann er auch nichts mehr versionieren. Der kann jetzt nur noch auf der anderen Seite versionieren. Und da gibt es jetzt den Ordner .stversions. Da gehen wir mal rein. Und der verschiebt dann einfach die Datei dorthin und macht hinten so ein Datum, so der Zeitstempel dran, damit man erkennt, dass es eine versionierte ist und vor allem, welche versionierte Datei das ist. So könnte ich die mir jetzt also wiederherstellen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt ein bisschen die Angst davor genommen, SyncFing einzusetzen. Es ist alles super dokumentiert. Ihr habt ein Benutzerforum, in dem bin ich auch aktiv. Könnt ihr einfach mal reinschauen, da wird euch auch eigentlich immer geholfen. Bei mir läuft das jetzt seit Jahren zuverlässig und wenn ihr das zum Beispiel auf dem Raspberry Pi zu Hause habt, könnt ihr auch von außen darauf zugreifen und die Synchronisation passiert nicht nur im Heimnetzwerk.
Deshalb wäre mein Tipp, sich von den proprietären Anbieter-Clouds zu verabschieden und einfach mal einen Blick auf Syncfing zu werfen. Das Video war jetzt recht aufwendig zu produzieren und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich setze ja auch immer Sprungmarken, damit ihr genau an die Stelle kommt, wo ihr hinwollt. Das Video war jetzt auch ja ein bisschen länger. Diese Sprungmarken sind natürlich negativ für die YouTube-Watchtime und deshalb muss ich mit meinen Videos immer ein bisschen gegen den YouTube-Algorithmus ankämpfen. Umso wichtiger ist es dann, dass ich eben eure Unterstützung in der Form von einem Abo bekomme.